Definitionen 1. Was sind Güter? Wenn jemand Hunger hat, möchte er was essen. Wenn jemand friert, möchte er vielleicht etwas Wärmendes anziehen. Das sind Bedürfnisse, die mit Gütern gedeckt werden können. Im ersten Fall mit Lebensmittel, im zweiten Fall mit Kleidung. Ein Gut ist alles, womit ein Bedürfnis befriedigt werden kann. Man unterscheidet zwischen materiellen Gütern und immateriellen Gütern. Materielle Güter sind einfach alles Dinge, die man anfassen kann. Immaterielle Güter sind Dienstleistungen, die von Menschen angeboten werden. Zum Beispiel der Haarschnitt beim Friseur, die Behandlung beim Arzt, der Masseur, das Kopieren im Druckshop, der Klavierunterricht, die Putzfrau fürs Treppenhaus. Aber auch Rechte, zum Beispiel das Recht zu wohnen, mit einem Verkehrsmittel fahren zu dürfen oder eine Ausstellung zu besuchen, indem man eine Karte kauft, sind immaterielle Güter. Häufig wird für das Wort Gut auch das Wort Produkt verwendet. Ein Produkt ist eigentlich das Ergebnis eines Prozesses. Wird ein Gegenstand hergestellt, zum Beispiel ein Auto, ein Handy, ein Baukran oder ein Haus, so sind diese Dinge Ergebnisse eines Prozesses, der aus Einzelschritten besteht. Es gibt nur wenig Güter, die nicht auch ein Produkt sind. Denn auch der Abbau von Erzen oder das Aufheben eines Kieselsteins ist ein Prozess, das Erbringen von Leistung. Eine Leistung in Form von menschlicher Arbeitskraft steckt in fast jedem Produkt, außer im Gut Land. Denn Land ist einfach da. Es braucht keine Arbeit, um es irgendwie herzustellen. In den meisten Fällen ist es daher kein Problem, wenn man die Begriffe Gut, Produkt und Leistung synonym verwendet. Aber man darf sich nicht davon verwirren lassen. Was sind Waren? Wird ein Gegenstand, ein Gut, ein Produkt geschaffen, um verkauft zu werden, ist er Ware. Waren sind also Dinge, die zum Verkauf geschaffen worden sind. Güter, die nicht zum Verkauf gedacht sind, sind keine Waren. Die Agrarfrüchte aus dem eigenen Garten zum eigenen Verzehr, das Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag, die Gefälligkeit, die jemandem getan wird, das alles sind Leistungen, die nicht verkauft werden. Damit sind es keine Waren, sondern bleiben Güter oder Leistungen. Dienstleistungen. Häufig wird umgangssprachlich von Waren und Dienstleistungen gesprochen. Doch besser ist es, von Produkten und Dienstleistungen zu sprechen. Man unterscheidet sie deshalb, weil man Waren eher mit Gegenständen verbindet, Dienstleistungen aber als von Menschen durchgeführte Handlungen angesehen werden, an deren Ende kein Gegenstand entsteht. Aber auch Dienstleistungen werden, wie gegenständliche Produkte, geplant, um als solche zum Verkauf angeboten zu werden. Was sind Kunden? Kunden sind Menschen, die Geld haben. Haben Sie genug Geld, um die herrschenden Preise der angebotenen Waren zahlen zu können, kaufen aber nicht, sind es potenzielle Kunden.
Kaufen sie, sind es reelle Kunden. In den Wirtschaftswissenschaften werden sie auch als Nachfrager bezeichnet, obwohl sie schon lange nichts mehr nachfragen. Sie bekommen die Angebote heute eher ungefragt nachgeworfen. Vielleicht haben Menschen früher explizit nach Gütern nachgefragt, welche ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Menschen ohne Geld gibt es auch, aber nur real. Da sie kein Geld haben, können sie keine Kunden sein. Im aktuell gelehrten Wirtschaftswissen gibt es sie nicht. Was sind Anbieter? Das sind in der Warenwirtschaft alle, die Waren anbieten. Händler jeglicher Art und Couleur. Dabei ist es unerheblich, ob der Händler seine Waren selbst produziert, produzieren lässt oder ankauft, nur gelegentlich, vielleicht auf dem Flohmarkt verkauft, einen festen Stand oder gar ein Ladenlokal hat und sowieso der große Handelskonzern mit seiner Ladenkette. Menschen, Delfine oder Aliens, jeder, der Waren anbietet, ist Anbieter oder Händler. Dabei ist nicht zu vergessen, dass jemand, der seine Arbeitskraft am Arbeitsmarkt anbietet, ebenfalls Anbieter oder Händler ist. Arbeitskraft als Ware. Es gibt Menschen, die der Auffassung sind, dass Arbeitskraft lediglich vermietet wird. Aber wenn ich ein Fahrzeug miete, gebe ich das Fahrzeug hinterher mit geringem Verschleiß zurück. Es kann nach dem Auftanken erneut vermietet werden. Das Benzin hingegen wird verkauft. Es kann nicht mehr zurückgebracht werden. Die Arbeitskraft ist ein Teil meiner Lebenskraft, die Arbeitszeit Teil meiner Lebenszeit. Niemand kann mir diese Dinge zurückbringen. Daher wird Arbeitskraft verkauft, nicht vermietet. Das war Definitionen 1. Der erste von 5 Teilen mit Definitionen für die Themen Geld und Armut.